Zaudern. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ja, ich erhole mich gerade immer noch von meinem Maststurz hier. Und da habe ich auch ganz plötzlich festgestellt, dass ich irgendwie keine Lust mehr habe, hier noch weiter runterzufallen. Deswegen nehme ich mir... ein Schwert habe ich auch noch, ein Ersatzschwert. Das ist sehr gut. Den Bogen auch. Nehme ich mir ein bisschen Ausrüstung mit. Brauche ich noch eine zweite Spitzhacke, oder wer weiß, was ich so antreffe. Und, mache mich auf den Weg, um ein wenig Nahrung zu jagen. A. Und B. Um Schafe zu scheren. Damit ich genug Wolle zusammenkriege. Pfeile, das war es die ganze Zeit. Damit ich genug Wolle zusammenkriege, um hier auch ein Segel zu bauen. Für das. Ja, von der Ferne doch ganz ansehnliche Drachenboot. Ja, diese riesen Dreckklumpen da, das ist nicht der Mast. Schafe, wo sind's die Schafe? Da ist schon mal eins. Aber wenn ich das alleine die ganze Zeit schere, das ist ja, glaube ich, das Einzige, was hier noch lebt, weil die anderen habe ich ja erschlagen müssen, zwangsläufig. Wenn ich das jetzt nur die ganze Zeit schere, dann... Du sagst es, Schwein. Dann bin ich hier noch eine ganze Weile beschäftigt. So, jetzt nochmal schnell... Ich fürchte, es nützt nichts. Ich werde die Angel auswerfen müssen, auch wenn das total langweilig für euch sein dürfte, Leute. Wo haben wir denn hauptsächlich Schafe gesehen? Waren die da drüben? Und rote Blumen. Rote Blumen, oh ja, und die waren da drüben. Da ist auch schon ein Schaf. Also wieder da in die tödliche Gegend. Hier, ich nehme nochmal... Das braucht er jetzt auch nicht mehr, der Baum. Zuck. Werkbank draus. Zuck. Wir machen ein Bötchen hin. Ein Bötchen. Lieber zwei, weil die gehen immer schnell kaputt. Genau. Zuck. Da können wir noch so hin schnell. Wie viel Wolle werde ich wohl brauchen? Mehr als 4. Ihr Schaf, geh mal an Land. Hier wächst keine Wolle nach. Ja, das Schwein da oben dreht durch. Das dreht total durch. Würde ich auch, wenn ich wäre. Oh. Hier hört plötzlich die Welt auf. Ja, was geben die Blumen denn für eine Farbe ab? Magenta. Ich werde wohl sicher nicht die Segel meines stolzen Drachenbootes mit Pink irgendwie. Magenta. Das werde ich nicht. Nein. Aber Rot ist gut. Ah, da hinten. Sehr schön. Viele rote Farben. Ich hoffe, diese großen Rosenbüsche geben Rot ab. Natürlich. Ach, das ist jetzt Mohn, okay. Da kann man mal ganz andere Sachen draus machen, ey, außer Farbe. Freundschirm. Ich sag nur, Opium bringt Opium, deswegen darf der Zeron da auch nie so nah dran. An den Mohn. Sagt dann immer Mohnallergie, ja, ja, ja. So, da, der Hühnerschreck ist wieder da. Eigentlich sucht er nur nach Schafen. Wo gedeihen denn Schafe am besten? So Wiesen halt, ne? Da drüben ist der Sumpf.
Die hat's nur Hühner. Das ist jetzt erstmal gut für meine unmittelbare Versorgung. Damit ich ja wieder nicht roh essen kann. Eigentlich schade, dass man Eier nicht kochen kann bei Minecraft, oder? Wäre doch gut. Die geben dann, was weiß ich, einen Nahrungspunkt zurück, aber dafür halten die dann so lange wie ein Steak oder so, weil Eier machen ganz schön satt. Wird's schon wieder dunkel? Oh oh. Hier da oben noch mal ein bisschen Rosenrot mitnehmen. Rosenrot, oh Rosenrot. Ich habe jetzt gar nichts mehr dabei, wa? Mist, ich habe nämlich mal Steine dabei für den Ofen. Ich mir gleich einen rohen Fisch reinziehen. Nein, ich esse kein Schwein. Nein, Schweine esse ich nicht. Nein, nein. Sehr schön. Oh. Hallo. Es tut mir leid. Tut's mir wirklich. Ohne Witz. Aber ihr seid einfach zu lecker. Oh oh. Drüben treiben sich schon die Endermen rum. Naja, komm. Gibt's halt mal Stress. Hier und nächste. Oh. Ich schieße auch noch vorbei. Die Endermen können Wasser nicht leiden, ne? Wusst du? Was willst du? Kommen sie hier von allen Seiten. Uah. Eine Enderperle, freue ich mich gleich drüber. Jetzt muss ich erstmal. Muss zum Essen rum. Ja, dann erstmal ein rohes Steak. So auf die Faust, damit es erstmal ein bisschen gestillt ist, der Hunger. Und jetzt muss ich mal. Hier, da, Berg. Gib mal Stein her. Oh nein, oh nö. Ist da auch noch eine Schlucht. Das war nicht der Plan. Und was für eine? Ah. Oh! Oh, was war das? Da hat's mich doch glatt zerledert. Ja, dann schnell hin da, wo es mich erwischt hat. Hm. Ach ja, warte. Ein paar Minuten haben wir ja. Vielleicht wäre es jetzt der angebrachte Zeitpunkt, um ein kleines Lückerchen vorher zu machen. Ach Leute, das läuft ja wieder großartig. Spätestens morgen will ich eigentlich die Leibstrafen des Bannlandes hinter mir lassen. Aber so wird das nichts. Michael! Die schmeißt auch tagsüber mit ihrem Mist. Geh weg. Geh weg, Hexe.
Also wäre ja schon schade um mein ganzes Zeug da, ne? Ah, ich war auch zu nah am Sumpf dran, okay. Aber so schnell kann das gehen mit den weltlichen Besitztümern. Zumindest sind die Götter uns so weit gewogen, dass sie den Zeitpunkt des Ablebens so schön markieren. Nicht den Zeitpunkt, den Ort. So ein mieser Skelett aus dem Hinterhalt erwischt. Ein Assassine, ein Schütze. Ah ja. Er soll daran keine lange Freude haben. Ich allerdings auch nicht. Mein Zeug ist da unten. Och Mist. Teilweise zumindest hier die Boote unter Wasser. Also irgendwie eigentlich dafür, dass die schwimmen sollen. War's das? Ist das alles? Ja. Fahrstuhle ich mich hier halt runter. Und diesmal ist die Gruselmusik auch berechtigt. Oh, mein Schwert. Wie hatten sich das hier verteilt, sag mal? Was für eine Gruselschlucht. Nee, Eisen, das will ich alles nicht haben. Das brauche ich nicht. Ich will nur sicher gehen, dass noch irgendwas von meinen Besitztümern da ist. Zur Not auch so. Ja, es wurde schon festgestellt, dass die Folgen im Moment ein wenig ruhiger sind als sonst. Das hat natürlich zum einen, ist das natürlich der Situation hier geschuldet. Ach, hier, ach guck, hier ist noch alles. Dass ich in dieser unwirklichen Lage, unwirtlichen Lage bin hier. Also der Situation geschuldet und was zum Teufel soll ich mit diesem Ei? Ne, und auch so, dass es im Moment einiges gibt, worüber ich so nachdenken muss. Wenig mit Minecraft, also ein bisschen auch, aber hauptsächlich so aus dem normalen Leben. Aber das gibt sich bald wieder und dann bin ich wieder mit voller Aufmerksamkeit für hier. Wenigstens die Wolle ist noch da, Gott sei Dank. Die Schere hat es allerdings... Die Schere, genau wie meine Hose. Nee, meine Hose ist hier. Die Schere ist verschwunden. Gut. Sei es drum. Da können wir zumindest schnell eine neue machen. Hier das Magenta, das kann hier bleiben. Das olle Gammelfleisch eigentlich auch. Erstmal weiter. Nee, erstmal Ofen. Jetzt? Wo war es? Wo habe ich denn? Wo ist es denn? Hier.
So, hatte ich nicht eben unten Kohle eingesammelt? Habe ich nicht, oder? Ja, so nah und doch so fern. Dann wird auf Holz gebraten. Kann ich da eigentlich das Normale jetzt schon so reinmachen und dann das Fleisch? Geht, super. Schafies. Wo seid ihr, Schafe dieser Welt? Ich brauche eure Wolle. Ich kann auch ein paar Segel aus Papier machen, aber die halten nicht. So hilfreich dieser Latest Death Wegpunkt auch immer ist, aber so schmachvoll ist er auch immer. So. Oh, das verbraucht aber viel Holz. Dann mach mal. Ja, da sieht es nicht nach Schafen aus. Also, das kann, soll und darf es ja noch nicht gewesen sein mit Schafen, oder? Ich brauche mehr. Gut, die da hinten sind zumindest wieder, also nachgewachsen, ne? Sie haben wieder gewollt. Schafe müssen ja wollen, um zu wollen. Diesmal haben sie gewollt. Und dadurch frisch gewollt. Wollt ihr auch mal? Hey, Wolle, warte. Wolfgang. Wolbert. Wolf. Wolfhelm. Komm, iss. Ein gutes Schaf, ne? Musik ist halt so aufregend. Und seht, wer Gras sät, wird Wolle ernten. Und zwar hoffentlich in der nächsten Folge noch ein wenig mehr, denn mit diesen 20 Wollblöcken komme ich nicht weit. Los, Wolli, mach doch mal. Ich will nach Bocksprung. In Bocksprung gibt es so viel Wolle. Die haben so viel, die verkaufen die sogar. Okay, Leute, ich suche noch weiter nach Wolle. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen und dann, egal wie lange der lange Sonntag wird. Da habe ich einen Wollblock hingestellt. Ach ja, richtig. Wisst ihr? Gut, dass ich den aufgehoben habe. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, macht's gut, bis morgen. Tschüss.